mitgestalten wollen, zu reden, ihre Ideen zu bewerten und in die Zukunftsarbeit mit einfließen zu lassen. Eine Idee ist gut oder nicht so gut, unabhängig davon, woher sie kommt. Sie können sich sicher sein, dass wir diese Offenheit weiter pflegen werden. Es ist nur möglich, so eine zukunftsorientierte Arbeit zu machen, wenn du dazu auch das entsprechende Team hast, ein Team, das zusammenhält, ein Team, das zusammensteht. Und darum freut es mich, dass ich Ihnen heute ein ganz tolles, neu aufgestelltes Team auch auf Seiten der Sozialdemokratie präsentieren darf. Ich werde mich persönlich um die Bereiche Finanzen, Sicherheit, Gemeinden und die Regionalentwicklung kümmern. Also ich werde alles daran setzen, dass das Geld der Steirerinnen und Steirer sinnvoll, effizient, sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig eingesetzt wird. Ich werde aber auch alles daran setzen, dass wir die soziale Wärme aufrechterhalten, dass wir die Armut in der Steiermark mit umfassenden Maßnahmen bekämpfen, weil das natürlich eine Riesenherausforderung ist. Und Sie wissen alle, in beiden Bereichen ist die Regionalentwicklung ein absolut zentrales Anliegen. Wir werden diese Schwerpunkte setzen und gemeinsam mit den Regionalvorständen, den Regionalversammlungen, aber allen Partnerinnen und Partnern vor Ort sicherstellen oder alles daran setzen, dass Arbeitsplätze und eine lebenswerte Steiermark in jedem einzelnen Teilraum gewährleistet ist. Ich werde mich selbstverständlich auch um die Gemeinden weiterhin kümmern und ein persönliches Anliegen sind mir die steirischen Einsatzorganisationen, wo es darum geht, auch dieses freiwillige Engagement in alle gesellschaftlichen Bereiche zu bringen. An meiner Seite steht Ursula Lackner, die über extrem viel Erfahrung in der parlamentarischen Arbeit als Landtagspräsidentin verfügt, die gerade dieses Miteinander mit den unterschiedlichen Fraktionen ins Zentrum stellt, damit wir auch breit abgestimmte Lösungen finden können. Sie ist selbst Lehrerin, sie war im Frauenbereich bei ISOC als Geschäftsführerin tätig und wird mit vollem Engagement die Bereiche Jugend, Bildung, Familie, Frauen für die Steiermark weiterführen. Die Steiermark braucht die europäische, die internationale Vernetzung, aber insbesondere, wenn es um die Verkehrspolitik geht, dann braucht wir einen Profi, der es versteht, auch im Bereich der internationalen Achse, auf Schiene, auf Straße, entsprechend Handlungskompetenz zu haben. Jörg Leichtfried war Vizepräsident der Europäischen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, über 11 Jahre im Verkehrsausschuss. Ich bin ihm irrsinnig dankbar, dass er die Bereiche Verkehr, Umwelt, erneuerbare Energie und Sport übernehmen wird. Die Bettina Vollert ist eine Stütze, auf die ich nicht verzichten kann. Sie hat sich bereit erklärt, für uns das Landtagspräsidentinnenamt zu übernehmen. Sie wird für die nächsten 5 Jahre, das ist vereinbart, diesen Landtag mit Besonnenheit, Freude, aber sicher auch Bestimmtheit, was einzelne Aussagen betreffen könnte, führen. Mir war es wichtig, auch unternehmerische Kompetenz in unserem Team abzubilden. Doris Campus war sehr lange selbstständig als Unternehmerinnen und national und international unterwegs. Sie hat die Gemeindestrukturreform in der Steiermark begleitet, vorbereitet und ist im Sozialbereich extrem engagiert. Das heißt, wirtschaftliche Kompetenz gepaart mit sozialem Engagement und sie wird die Bereiche Soziales und Integration mit den Arbeitsbereichen führen und natürlich, wenn man sich neu aufstellt, braucht es einen erfahrenen Clubobmann. Der Hannes Schwarz wird weiterhin im Team sein. Mein persönlicher Respekt hat immer dem Landeshauptmann gegolten, aber mein persönlicher Respekt gilt auch Hermann Schützenhöfer und dem Regierungsteam, insbesondere Christopher Drexler, der mit mir dieses Abkommen verhandelt hat, der die Ressortaufteilung mit mir diskutiert hat.
Wir haben in einer sehr großen Offenheit und in einem sehr straffen Zeitkonzept dieses neue Programm Kräfte bündeln, Steiermark stärken konzipiert. Wir sind hier auf einem wirklich tollen Weg. Die Aufgaben werden nicht einfach sein. Ich brauche die Unterstützung aller Steirerinnen und Steirer. Wir werden zusammenhalten. Mein Respekt vor dir ist absolut groß. Und da, ich habe das erlebt und die Reformpartnerschaft ist von euch aufgesetzt worden, als zehnjähriges Projekt. Ich hoffe, wir werden in den nächsten 5 Jahren die Koalition Zukunft Steiermark erfolgreich führen und dann vielleicht doch auch noch in Richtung 15 Jahre gehen werden. Aber das entscheiden wir dann. Herzlichen Dank.